Hallo und herzlich willkommen zu Mike's Color Grading Tipps. Heute zeige ich euch, wie man in DaVinci LUTs erstellt und in anderen Programmen anwenden kann. Heute zeige ich euch, wie man in DaVinci Resolve selber eigene LUTs erstellen kann. Wofür kann man sowas gebrauchen? Gibt es viele Anwendungsmöglichkeiten, zum Beispiel, wenn man immer wieder die gleichen Shots und die gleichen Situationen aufnimmt, eine Interviewsituation zum Beispiel in einem Meetingraum oder wo auch immer und dort immer die gleiche Farbkorrektur haben möchte, kann man jetzt relativ einfach selber seine eigenen LUTs erstellen. Anderes Anwendungsbeispiel ist, wir sind in einem größeren Filmprojekt und ich möchte schon am Set sicherstellen, dass der Look, den wir uns ausgedacht haben, tatsächlich funktioniert. In dem Fall nimmt man einfach seine eigene LUT mit und kann damit das Monitoring betreiben, um zu sehen, ob das Ganze funktioniert. Ja, und wie geht das? Ganz einfach, schauen wir uns an. Wir sind in DaVinci Resolve. Wie ihr seht, das ist eine relativ komplexe Szene. Im Original sieht sie so aus. Wir haben jetzt einige Zeit damit verbracht, diesen Look zu erstellen. Das war unser Referenzbild. Wir wollten so ein bisschen in die Welt gehen von Blade Runner. Dark, düster. Und wie ihr sehen könnt, das ist ein relativ komplexes Grading geworden. Dieses Grading möchten wir jetzt auch in anderen Programmen benutzen. Das geht am besten, indem wir uns eine LUT erstellen, einen sogenannten Lookup-Table. Wir wählen den Clip hier unten in der Timeline aus. Rechtsklick, dann findet ihr den Punkt Generate LUT. Das sind insgesamt drei Optionen. Wir nehmen die mittlere, den 65-Point-Cube. Der hat eine entsprechend hohe Auflösung. Wir speichern ihn dort ab, wo wir ihn wiederfinden. Ich nenne es jetzt mal Blade Runner und lege ihn der Einfachkeit halber auf den Schreibtisch. Und schwupps ist die LUT exportiert. Somit steht sie in anderen Programmen zur Verfügung. Wir wechseln auf Adobe Premiere. Jetzt bin ich in Adobe Premiere Pro, wähle meinen Schnipsel an, hier sehe ich ihn auch schon, gehe in meine Lumetri Engine und gehe dort in den Tab Creative oder Kreativ auf Deutsch. Dann suche ich mir im Dialog meinen LUT aus und zack, das war's auch schon. Sitzt, passt und hat Luft. Das ist die eine Möglichkeit, ich kann direkt die LUT auf verschiedene Clips hängen. Jetzt machen wir das Ganze mal rückgängig. Es gibt eine zweite Möglichkeit, die dann ganz spannend ist, wenn man wie hier mehrere Schnipsel aus dem Umfeld hat, die unter gleichen Bedingungen gedreht worden sind. Ich arbeite jetzt mit einem Adjustment Clip oder einer Einstellungsebene, wie es neudeutsch heißt. Die ziehe ich mir über die Clips, die das Ganze betreffen soll, in dem Fall über diese drei Clips. Jetzt wähle ich den Clip an, gehe in meine Lumetri Engine wieder in den Creative Tab, suche mir meine LUT. Und das Ganze ist drauf. Und somit auch über die Nachbarclips, die davon betroffen sind. Ich kann jetzt einfach die Länge des Adjustment Clips verändern und kann dadurch unterschiedliche Bereiche beeinflussen. Okay, das war Adobe Premiere Pro. Aber die LUTs funktionieren zum Beispiel auch in Photoshop. Ihr habt richtig gehört, Photoshop für Still Images, für Standbilder funktioniert das prima. Hier ist mein unbearbeitetes Bild. Ich gehe hier unten auf dieses kleine Icon und wähle mir aus Color Lookup. Jetzt hat sich nicht viel getan, außer dass sich hier oben ein Einstellmenü aufgemacht hat. Jetzt muss ich einfach nur einen Doppelklick machen auf Load LUT und habe wieder einen Einstelldialog, wo ich sagen kann, hier ist mein LUT. Öffne das Ganze und somit sitzt sie drauf und steht mir in Photoshop zur Verfügung. Das Schöne hier ist, es ist auf einer separaten Ebene und ich könnte jetzt da auch noch spielen, indem ich die Transparenz verändere oder sonst irgendwie damit rumspiele. So werden in DaVinci Resolve LUTs erstellt und so kann ich sie in anderen Programmen verwenden und einsetzen. Vielen Dank fürs Zuschauen, das war's für heute. Wem es gefallen hat, bitte lasst mir ein Abo da oder ein Like, freue ich mich drüber. Und wer jetzt Interesse bekommen hat zum Thema Color Grading, es gibt einen kleinen Kurs von mir bei der Arctis Academy, schaut mal rein. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao, ciao.